Im Fußball, einer der beliebtesten Sportarten der Welt, gibt es von Zeit zu Zeit Momente außerhalb des Fairplays, die darauf abzielen, den Schiedsrichter zu täuschen. Im heutigen Video werden wir über die interessantesten dieser Täuschungsmanöver sprechen. Lasst uns ohne Zeitverlust mit dem Video anfangen. Wir beginnen unser Video mit Rivaldos unvergesslichem Trick. Unser erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2002 war gegen Brasilien. Ein Moment gegen Ende des Spiels hat es sehr geprägt. Hakan Ünsal warf den Ball nach einer Ecke zu Rivaldo. Aber als der Ball Rivaldos Ellenbogen traf, legte sich der brasilianische Fußballspieler auf den Boden und täuschte den Ball vor. Durch diesen Trick getäuscht, verwies der Schiedsrichter Hakan Ünsal mit einer roten Karte aus dem Spiel. Barcelona-Star Messi schoss das gleiche Tor wie Maradonas, Hand Gottes, das in die Fußballgeschichte einging. Messi entlüftete die Netze von Espanyol wie Maradona, aber trotzdem konnte Barcelona nicht gewinnen. Norwich-Torhüter Tim Krul notierte vor dem Elfmeterschießen auf einer Wasserflasche, wo die Tottenham-Spieler den Elfmeter schießen konnten. Und so wurde dieser Moment mit der Kamera festgehalten. Der Barcelona-Spieler warf sich im gegnerischen Strafraum zu Boden und bekam den Elfmeter. Messi konnte den Elfmeter jedoch nicht in ein Tor verwandeln. Nach 5 Minuten gab es wieder einen Elfmeter, aber dieses Mal brachte Messi den Ball ins Netz. David Luiz wurde in der 89. Minute des Spiels gegen Manchester United nach einem Zweikampf mit Rafael da Silva zu Fall gebracht und Rafael wurde ebenfalls mit einer direkten roten Karte vom Platz gestellt. Das Lächeln von Luiz blieb nicht unbemerkt, als er zu Boden fiel. Ramos macht oft Bewegungen, um den Schiedsrichter zu täuschen. Die beiden Positionen, in denen er sich in ein und demselben Spiel befand, bewiesen das sehr wohl. Auch wenn der Ball in der zweiten Position nicht an seinen Kopf kam, hat er so gut agiert, dass er alle überzeugt hatte. Als nächstes werdet ihr das mit der Hand geschossene Tor sehen. Es ist ganz normal, dass der Schiedsrichter dies nicht bemerkt hat, weil er seine Hand sehr professionell benutzte. Als das Spiel Köln-Augsburg torlos blieb, bekam Köln in der 61. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Während die Spieler dem Schiedsrichter widersprachen, grub der Augsburger Torhüter Marvin Hitz kurzum den Rasen vor dem Elfmeterpunkt mit dem Fuß um. Als die Proteste vorbei waren, ging Modest zum Ball und gerade als er den Ball treffen wollte, rutschte sein Fuß weg. Obwohl der Ball in die Ecke flog, streckte der Torwart Hitz die Hand aus und hielt den Elfmeter. Ein ähnlicher Versuch wurde unternommen, bevor Ronaldo einen Elfmeter schoss. Aber der Starfußballer zeigte sofort seine Reaktion. Dann antwortete er mit dem Tor, das er bereits erzielt hatte. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet lachen. Wenn dem so ist, gebt dem Video ein Like, teilt es mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch noch einmal. Macht's gut, Freunde!